Atomkraftgegner blockieren bei Münster seit Stunden einen Zug aus der Urananreicherungsanlage Gronau. Wann der Transport in eine Wiederaufbereitungsanlage in Südfrankreich weitergehen kann, ist noch unklar. Die Polizei setzt jetzt Fristen, bis wann die Versammlung aufzulösen ist. Und wenn diese Fristen verstrichen sind, wird darüber nachgedacht, wie geht es jetzt weiter. Und dann könnte natürlich so allmählich der Straftatbestand der Nötigung eintreffen, weil jetzt hier tatsächlich auf ganz lange Sicht der Schienenverkehr nicht möglich ist. Die Bahnstrecke Münster-Gronau ist bis auf Weiteres gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.